Sieht aus, als hätte ich den Wein bereits vernichtet. Wie wär's mit Gin Tonic? Klingt fantastisch. Was haben Sie gesagt? Ich hab Sie nicht... Hallo. Deine erste Schule, war das Lyman Prep? Lyman Prep, Lyman ja. Prep, okay. Was noch? Ach ja, das Erdbeben von San Francisco 1979, war das 5,4? Nein, 5,9. Ah, 5,9. Aber ich hab die ganzen Informationen auch hier. Das sind die Daten, die du wolltest. Da Danke, weißt du, ich will wirklich ganz genau sein und keinen Fehler machen. Ich habe mit Mac gesprochen, dem Redakteur. Er will es veröffentlichen, wenn es gut wird. Gut. Ah. Wieso nicht? Darum. Darum gilt nicht. Wenn du lachst, verliere ich mein Selbstvertrauen und werde mit dem Artikel nie fertig. Deswegen. Sisi? Mama? Schatzsuche? Und du bist der Preis. Augenblick, diese Spur war für mich. Ja, die Perlen sind für dich. Die Muschel habe ich mir aus Teds Sammlung geliehen. Das ist meine Art zu fragen, ob du einen kleinen Spaziergang am Strand mit mir machen möchtest. Oh, Sisi, das klingt verlockend. Und vielen Dank dafür, die sind etwas Besonderes. Vielleicht hast du auch Lust, nachher etwas zu tanzen. Hey, das hört sich nach Spaß an. Ja. Wow. Sieh an. Ja, tu das nur. Ich bin innerlich ein neuer Mensch und möchte das nach außen dokumentieren. Sieht sehr gut aus. Danke. Ich zieh mich schnell um. Nur ein paar Minuten. Warte, da ist noch etwas. Ja. Ich hab's immer vergessen. Ich möchte dir zu deiner Rückkehr etwas schenken, das meinen Mangel an Vertrauen wieder gut machen soll. Und ich wünsche mir, dass dies der Anfang einer ganz neuen und wundervollen Beziehung für uns beide wird. Du meinst, das hast du... Sieh, das ist... Das ist einfach so wunderschön. Lang nicht so schön wie du. Ich hab das Gefühl, als wäre ich was Besonderes. Das bist du. Ich werde ganz bestimmt nicht lachen. Nur einen Blick, okay? Nein, was ist, wenn es dir nicht gefällt? Wie kann ich etwas nicht gut finden, das sich um etwas so Faszinierendes dreht wie... mich? Oh, ich dachte, du würdest Erdbeben sagen. Ja, das ist auch etwas sehr Faszinierendes. Weißt du, ich denke, ich habe zu viel Gutes über dich geschrieben. Ich muss das wieder verbessern. Schön. Ich darf die Leser nicht in die Irre führen. Lass das.
Du schreibst genau das Richtige, aber Spaß beiseite. Wenn das fertig ist, dann bin ich gern bereit, es durchzusehen und die wissenschaftlichen Daten zu korrigieren, falls du das möchtest. Ernsthaft? Das würde mir wirklich außerordentlich helfen. Natürlich ernsthaft. Und wenn ich mich totlachen muss, werde ich es für mich behalten. Ja, ich wusste, dass ich das nicht mehr loswerde. Nein, das bleibt dir jetzt ewig. Du kannst dich drauf verlassen. Wie lange brauchst du noch? Ich wollte heute Abend fertig sein. Sehr gut, heute Abend bin ich in der Oase. Komm doch dann einfach da vorbei. Okay, danke. Ich war zwar mit Dash verabredet, aber er wird's verstehen. Bring ihn doch einfach mit. Ja? Klar. Gut, gut, ich frag ihn. Okay. Ach ja, und ich verspreche, diesmal werde ich ganz sicher nichts Dummes tun. Das ist aber schade, denn irgendwie bist du dann süß. Wer hat das Licht ausgemacht? Sie haben die Lampe umgeworfen. Alles in Ordnung? Das sage ich Ihnen nach dem nächsten Drink. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Das sagen alle, weil sie nichts verstehen. Wenn ich aufhöre zu trinken, dann fange ich an zu fühlen. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, das mir passieren kann. Ich denke dann immer an Warren. Und das halte ich nicht mehr aus. Sie meinen, weil er versucht, Ihnen die Schuld in die Schuhe zu schieben? Ein Gentleman ist er wirklich nicht gerade. Nein, er ist ein undankbarer Mistkerl. Wissen Sie, er wird alles, was er über mich weiß, gegen mich benutzen. Er wird es umdrehen und mich als Mörderin hinstellen. Hören Sie, vielleicht kann ich Ihnen helfen, Warren aufzuhalten, aber ich muss wissen, was er gegen Sie in der Hand hat. Zuerst brauche ich einen Drink. Okay, aber Sie bleiben hier stehen und bewegen sich nicht vom Fleck. Ich bleibe hier stehen, angewurzelt wie ein Baum. Hallo? Craig, kurze Frage. Haben Sie die Informationen für Ted, wie vereinbart, schon besorgt? Um ehrlich zu sein, ich habe das Material gerade erst in die Hände bekommen, Sissy. Es eilt. Ich dachte, Sie hätten das verstanden. Das habe ich. Ich weiß, Sie wollen, dass er sich so schnell wie möglich für das Geschäft interessiert. Der Weg ist weit, aber ihm die ganzen geologischen Untersuchungen zu übertragen, wäre ein Anfang. Ich arbeite dran, Sissy. Glauben Sie mir, ich werde ihm das Material so schnell wie möglich... ich habe Mrs. Raymond hier. Angela ist bei Ihnen? Sie wollten sie doch heimbringen. Ja, aber sie wollte nicht. Außerdem, es scheint eine gute Gelegenheit zu sein, an die Information für das andere Projekt zu kommen. Denken Sie, Angela ist so weit, dass sie Ihnen etwas über Warren und über die Schießerei sagen wird? Ich denke, wir haben eine gute Chance. Versuchen Sie es. Finden Sie so viel wie möglich über seine Strategie raus. Das wird bei der Anklagevertretung gut ankommen. Ich glaube, im Augenblick ist alles möglich. Sehr gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Oh, mein Gott. Gefällt's dir? Ich, Bevor du antwortest, es war nicht leicht, etwas Passendes für den Strand und zum Tanzen zu finden. Ich würde sagen, das ist dir gelungen. Es ist perfekt. Zumindest fast perfekt. Eine Kleinigkeit stört mich noch. Dein Hals. Dein Hals ist mir zu nackt. Ich will sie nicht tragen. Ich will sie nicht tragen. Was ist, wenn sie in den Sand fällt oder beim Tanzen runterfällt? Dann kaufe ich dir eben eine neue. Sie ist zum Tragen gedacht. Ich will sie an dir sehen. Na gut, meinetwegen. Ich hol sie für dich. Wo ist sie? Sie liegt bestimmt auf der Kommode. Auf der Kommode? Dank. Ich bin gleich zurück. Santana, was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären ausgezogen. Und jetzt bin ich wieder da. Das ging aber schnell. Sissy will mit der Renovierung weitermachen. Ach ja, die Renovierung. Ist es eine Party, auf die Sie gehen? Nein, ein Rendezvous. Es ist wohl nicht schwer zu erraten, wer der Glückliche ist. Bestimmt die kürzeste Trennung in der Weltgeschichte. Dank deiner Hilfe, Gina. Deine Intrige hat nur dazu geführt, dass ich Santana jetzt noch mehr schätze. Ich wusste gar nicht, wie viel sie mir bedeutet, bis ich sie verloren hatte. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Oh, es freut mich, dass ich dir helfen konnte, wirklich. Ich habe es nur für Channing getan, Sissy.
Gina, das Kind hat keine Chance auf der Welt, wenn du es schon manipulierst, bevor es überhaupt geboren ist. Es ist gemein, sowas zu sagen. Es ist gemein, so etwas zu tun. Denk darüber nach. Darf ich sie dir umlegen? Eine von Sophias alten Halsketten? Nein, die gehört Santana. Ganz neu. Nimm das, es ist kühl am Strand. Danke. Am Strand? Wir machen einen Spaziergang. Oh, wie frisch Verliebte. Gute Nacht, Gina. Komm, wir gehen. Ich hoffe, ihr zwei werdet nicht versehentlich von der Flut mitgerissen. Oder verletzt eure Füße an den Felsen oder werdet womöglich von Sandkrabben gebissen. Warren hat nichts zu verlieren, wenn er versucht, ihnen den Mord in die Schuhe zu schieben. Aus seiner Sicht ist das vollkommen logisch. Er konnte mich verlieren. Er hat es geschafft. Was zum Teufel ist zwischen ihnen passiert? Er hat mir sein wahres Gesicht gezeigt. Ja, sein Wort steht gegen ihres und sein Anwalt hat nicht die geringste Zeit, einen Grund zu finden, weshalb sie Mason hätten töten sollen. Mason hasst mich. Weil ich David nicht halten konnte und er will keinen Nebenbullen. Ich meine Bula. Bei seiner reizenden Julia. Angela, ich will Ihnen wirklich sehr gerne helfen. Es ist nur schwer für mich, das alles zu verstehen. Was genau hat Warren eigentlich gesagt, dass Sie glauben, er wäre gegen Sie? Craig, ich habe Angst. Können Sie mich etwas festhalten? Sie sind so lieb zu mir. Sie sind der Einzige. Angela, ich bringe Sie jetzt nach Hause. Sie sind ein wirklicher Gentleman. Ja. Kommen Sie. Ihre Tasche. Ich kann ja laufen. Ja, und das sogar mit diesen modischen Absätzen. Ja. Jetzt noch das Licht. Vorsicht. Und jetzt einen Augenblick alleine stehen bleiben, damit ich abschließen kann. Angela? Angela? Dieser Orion war wohl ein ganz schöner Schwerenöter. Ja, ihm gehörten all die Mädchen, bis Zeus als Retter kam, sie in Tauben verwandelte und in den weiten Himmel entließ. Und dann wurden sie alle zu Sternen. Und leuchten ewig. Orion ist noch da. Er jagt sie weiter, aber er wird sie nie erwischen. Glücklicherweise. Ich wusste gar nicht, dass du so viel über Mythologie weißt. Früher mal, ich habe sehr viel vergessen. Mich fasziniert es, die Sterne zu betrachten. Besonders, wenn ich in so zauberhafter Begleitung bin wie heute. Wenn sie sich dann auch noch für Mythologie interessiert, griechische Mythologie. Allerdings habe ich ein Problem. Was ist denn? Ich habe Sand in den Schuhen. Gut, dass du das erwähnst, ich nämlich du? Auch. Na, dann setz dich doch einfach oh, mal danke. Hin. Das haben wir gleich. Gib mir deinen Fuß. Sissi. Was? Aber das geht hier doch nicht. Wieso? Was geht hier nicht? Weil am Eingang ein Schild hängt, darauf steht, dass Barfußlaufen hier verboten ist. Das ist der Vorteil, wenn einem die Hälfte hier gehört. Man braucht keine Vorschriften zu beachten.
Raymond, Sie sind wirklich eine wunderschöne Frau. Mom, ich weiß genau, woher du kommst. Ich weiß über meine Großeltern Bescheid. Und ich weiß das von mir. Es muss schwer für dich gewesen sein. Aber dafür bewundere ich dich wirklich sehr. Das musst du nicht sagen. Aber ich wollte es sagen. Komm her. Oh, Lily. Weißt du was? Ich habe nachgedacht. Ich glaube, es ist wegen des Babys. Ich habe dauernd diese Stimmungsschwankungen, weißt du? Und ich denke, es wäre besser, wenn wir für eine Weile wegfahren. Wir machen uns ein paar schöne Tage, nur wir zwei, bevor das Baby geboren wird. Denn später wird es schwierig werden zu verreisen. Aber es ist doch nicht mehr viel Zeit bis dahin, oder? Es ist nur... Wir zwei hatten doch bisher so wenig Zeit füreinander. Oh, Mom, ich freue mich so. Ich war zum Beispiel noch nie in Paris. Oh, an so eine weite Reise hatte ich nicht gedacht. Du musst damals noch sehr jung gewesen sein. Ja, jünger als ich mich machte. Ich habe alle Welt angelogen, was mein Alter betrifft. Ich war in der Army, bevor mein Vater etwas merkte. Warum hast du das getan, Sisi? Ich weiß selbst nicht. Vielleicht wollte ich nur zeigen, dass ich erwachsen bin. Ein richtiger Mann. Ja, ich wollte ihm wohl ebenbürtig sein. Ich kann mich noch gut erinnern, meinem Vater stand der Erfolg immer geradezu ins Gesicht geschrieben. Ich wollte einmal vor ihn hintreten können und den Blick in seinen Augen sehen und darin sollte Respekt stehen. Und war so? Als es vorbei war und ich heimkam, hatte ich vergessen, weshalb ich weg war. Ich war bloß glücklich, dass ich immer noch lebte. Und ich fühlte mich so gedrängt, denn Zeit war plötzlich kostbar geworden. Sie war so kurz, ich hatte das noch nie empfunden. Ich meine, ich und so viele andere Menschen wären fast gestorben. Gestorben für nichts, ohne einen erkennbaren Sinn. Von da an wollte ich jeden Augenblick meines Lebens spüren. Das Problem war nur, ich dachte, jeden Augenblick zu leben bedeutet, jeden Augenblick zu kontrollieren. Du musst wirklich kein Genie sein, um zu verstehen, wie fähig ich war. Alle Menschen, die mich liebten, zu verletzen, weil ich nur mich liebte. Du bist viel zu hart zu dir selbst. Und sowas sagst du. Du bist immerhin eines meiner größten Opfer gewesen. Was für ein Opfer? Oh nein, ich habe mich niemals als Opfer empfunden. Die Rolle liegt mir nicht. Du hast recht. Du bist wundervoll. Ich habe eine Menge von dir gelernt. Woher weißt du eigentlich immer, was du willst? Ich werde eben immer selbstbewusster, so wie du. Oh Gott, ich hoffe, das stimmt. Ich bin im Augenblick nicht unzufrieden. Die Entwicklung kann von mir aus so weitergehen. Wie glaubst du denn, dass du eigentlich bist? Wie der Weihnachtsmann vielleicht. Gütiger, freundlicher, verständnisvoller und offener für neue Ideen und Erfahrungen wie am Strand spazieren gehen. Salzige Luft riechen und ihren Geschmack auf der Zunge spüren. Ein wenig so sein wie Orion. Ja. Darf ich dich etwas fragen? Was du für mich getan hast, ist dir das auch bewusst? Wie ich sehe, bist du beschäftigt. Aber das macht nichts. Ich komme da nächstes Jahr. Oh, nein, ich habe auf dich gewartet. Das ist... Wo ist Dash? Ich habe ihn nicht erreicht, aber ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen. Gut, gut. Und dein Artikel, ist der fertig? Ist der gut geworden? Ich werde ihn Mac besser nicht zeigen. Wieso? Ich hoffe, ich darf ihn noch lesen, bevor du ihn wegwirfst. Ja gut, aber du darfst nicht zu viel erwarten. Ist er so schlimm geworden? Los, setz dich doch. Willst du irgendetwas zu trinken oder zu essen? Irgendwas? Nein, nicht, danke.
Also los. Ted Capwell hat sich als Kind immer mit Peter Pan verglichen. Er wollte nie erwachsen werden. Weil Jockeys klein sein müssen. Mehr als alles auf der Welt liebte Ted Pferde. Und oh nein, immer bitte rein. Nicht, hör auf. Das hört sich alles so blöd okay, an. Okay. Ich werde es nachher lesen. Nein, besser, ich lese es jetzt nicht. Ich lese es ganz leise. Okay? Stört es dich, wenn ich einige Anmerkungen an die Seite kritzle, kleine Korrekturen? Ich sehe schon, es gefällt dir nicht. Nein, nur ein paar Punkte, ein paar eigene Gedanken, ja, gut, nicht viel. Mach nur, streich alles an. Du hast auch viel für mich getan. Was? Ja. Du hast gesagt, ich müsse keineswegs perfekt sein. Ach, wirklich? Nicht direkt in Worten, aber du hast jetzt sehr viel mehr Vertrauen zu mir. Ja. Ich möchte gern versuchen, dir zu erklären, was ich meine. Ich durfte niemals in meinem ganzen Leben wirklich ich selbst sein. Mir wurde von meiner Familie immer eingetrichtert, wenn ich etwas erreichen wollte, dann müsste ich doppelt so hart arbeiten und doppelt so gut sein wie andere. Ich hatte keine Wahl, ich musste perfekt sein. Denn wenn ich nicht perfekt wäre, wäre ich nicht gut genug. Aber du hast mich mit allen meinen Fehlern akzeptiert. Welche Fehler? Ich weiß nicht, ich habe mein Leben damit zugebracht, perfekt zu sein. Ich muss erst darüber nachdenken. Nein, ernsthaft, ich habe einen Dickkopf. Ich bin prädestiniert für jede Menge Fehler. Du bist aufregend, sehr willensstark und sensibel. Und auf dem Weg zu einer riesigen Karriere. Ich bin so stolz auf dich. Ach, Sissi. Ich habe gerade versucht, nicht durch deine Augen zu sehen. Und ich habe das seltsame Gefühl, dass du meine Fehler sogar attraktiv findest. Du hast mich erwischt. Ja. Wir verstehen uns erstaunlich gut, nicht? Ja, so ist es, Sissi. Hey, was hältst du davon, wenn wir nach Las Vegas fahren? Vegas? Hallo. Hallo, Craig. Ich sagte Lilly gerade, wir sollten etwas wegfahren, vielleicht nach Las Vegas. Ich möchte so gern an den Automaten spielen und ihr Shows ansehen. Das ist wirklich. Lilly, ich möchte deine Freunde kennenlernen. Ich möchte sehen, wie du lebst und wie du arbeitest. Ja, ich wollte sowieso schon fragen, was du in Las Vegas arbeitest. Mal dieses und dann jenes, was ich gerade so finde zum Überleben, bis ich was Richtiges habe. Mhm. Arbeitest du auch in den Casinos? Manchmal ja. Da ist jedenfalls immer eine Menge los. In welchen? Vielleicht kennen wir dieselben Leute. Wahrscheinlich nicht, wenn man bedenkt, mit welchen Leuten du dich damals rumgetrieben hast. Ich habe etwas Merkwürdiges festgestellt, Gina. Manchmal ist es sehr schwer, die ehrbaren Menschen von den anderen zu unterscheiden. Viele bewegen sich ständig von der einen Seite auf die andere. Also, was ist los, Gina? Der plötzliche Trip nach Vegas, wieso? Ich muss hier einfach mal raus, das ist alles, Craig. Santana macht Sissi an und schämt sich nicht dabei, ihre prallen Brüste ungeniert zu präsentieren. Nein, ich glaube, wenn ich die Stadt verlasse, wenn das Baby und ich einfach mal verschwinden, wird er endlich anfangen, uns zu vermissen. Und wenn er glaubt, wir gehen ganz nach Las Vegas, das wäre noch besser. Er wird uns zurückholen. Und wenn nicht? Wenn nicht? Ich glaube, wenn es soweit ist, will Sissi bestimmt, dass wir hier sind, hier bei ihm in Santa Barbara. Hm, ich weiß nicht. Craig, er will unter allen Umständen an Channings Leben teilhaben. Davon bin ich überzeugt, aber ich bin nicht sicher, ob er Himmel und Erde in Bewegung setzt, um dich hier zu halten. Er hat andere Prioritäten. Ted, Santana, es ist schwer, dagegen zu konkurrieren. Was meinst du, soll ich denn tun? Hier rumhängen und warten, dass mal ein Krümel für mich abfällt? Zum Beispiel, bis sich irgendwas ergibt. Und das wird kommen. Ich sammle keine Krümel auf, okay? Keine Frage, ich habe Sissi genauso viel zu bieten wie er mir. Ein Familienleben zum Beispiel. Das Baby, das ich erwarte, Brandon und auch Lilly. Er müsste mich eigentlich wie eine Königin behandeln und nicht wie ein Möbelstück. Ich habe schließlich auch meinen Stolz. Ich kann nicht ohne Selbstachtung leben. Wir beide gehen nach Las Vegas, mein Kind. Mutter! Nur so lange, bis Sissi uns zurückholt. Gina, du spielst da ein sehr gefährliches Spiel. Ja, vielleicht hast du recht. Jedoch wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Er muss sich vorstellen, wie ich über den Spieltischen hänge, weggeworfen, verzweifelt. Und mein gesamtes Geld verschwende und wie sein kleiner Sohn dazu verdammt ist, zu einem zwanghaften Spieler zu werden. Gina! Was ist, wenn er deinen Bluff bemerkt? Hier und jetzt hast du eine ganze Menge. Wenn du nach Vegas gehst, kannst du alles verlieren. Ich weiß. Ja, Mom, ich glaube, Mr. Hunter hat recht. Du solltest das nicht tun. Und ich glaube, ich kenne CC weitaus besser als ihr beide zusammen. Ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Wenn CC meint, er muss Santana zu seiner Frau machen, dann wird er verdammt lange dafür bezahlen. Dein Vater scheint sich ja sehr gut zu amüsieren. Ja, ganz offensichtlich baut ihn Santana wieder so richtig auf. Was empfindest du dabei? Entschuldige, das geht mich nichts an. Was ich empfinde, weil er nicht mehr mit meiner Mutter zusammen ist? Traurigkeit, aber dass er sich offensichtlich sehr wohl fühlt. Keine Frage, das finde ich gut. Hast du noch Probleme mit ihm? Wenn du willst, dann können wir gern darüber sprechen. Lieber nicht. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass er dir oder Dash irgendwie schaden will. Das hoffe ich. Das hoffe ich auch. Wieso sitzt ihr da so rum? Ja. Steht auf und macht es uns nach. Oh, dabei können wir nur verlieren. Da hast du recht. Entschuldigt uns. Wunderbar. Ich mache mich etwas frisch und komme dann zur Bar. Ah, das ist Dash. Ich hole ihn. Okay. Hallo, wie geht's? Hey. Schön, dich zu sehen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wo warst du? Oh, ich habe nur versucht, Craig Hunt im Auge zu behalten. Oh, du meinst CCs rechte Hand? Ich weiß nicht viel darüber, Katharina, aber je mehr ich ihn beobachte, desto mehr denke ich, er hat den Verbrecher auf eigene Rechnung angeheuert. Wie kommst du darauf? Ich glaube, CC ist einfach nicht der Typ, der anderen Schläger auf den Hals setzt, weißt du? Ich habe Craig wirklich sehr genau beobachtet. Und je mehr ich über den Kerl erfahre, desto gefährlicher erscheint er mir. Sie tanzen wirklich großartig miteinander. Mit ihr sieht jeder gut aus. Haben Sie die Unterlagen? Ja, hier. Ted, das ist die Information, die Sie für die geologische Expertise des Ölfeldes brauchen. Wie man sieht, gibt es hier eine Menge Verwerfungen. Es würde uns interessieren, was Sie davon halten. Du kannst gerne den Helikopter der Gesellschaft nehmen. Katharina schreibt doch gerade einen Artikel über dich. Vielleicht hat sie Lust, dich zu begleiten. Ja, das ist eine gute Idee. Gut, bitte, Sissy, kann ich einen Augenblick sprechen? Und das muss jetzt sein. Es ist wichtig. Entschuldige mich. Sicher. Was ist... Gina hat sich entschieden, nach Las Vegas zu gehen. Wie fühlt man sich, wenn man nach so langer Zeit wieder zu Hause ist? Besonders, wenn man so weit rumgekommen ist. Es ist genau so, wie ich es erwartet hatte. Und doch ganz anders. Das klingt paradox. So was Ähnliches wie zwei Seelen in einer Brust, ja. So in etwa. Ich habe erwartet, dass es Veränderungen gibt, aber ich wusste nicht, welche. Ted, es muss sehr schwer für dich sein, deinen Vater mit mir zu sehen. Ich kann nicht leugnen, dass es etwas sticht. Als du mit Channing zusammen warst, hast du mich kleiner Bruder genannt. Nennst du mich jetzt etwa kleiner Sohn? Das ist nicht witzig, Ted. Santana, du weißt, dass ich dich mag. Und ich mag meinen alten Herrn genauso. Und glaub mir, es liegt mir nicht, das Verhalten anderer Menschen zu beurteilen. Aber du denkst offensichtlich, dass es nicht richtig ist, dass wir beide zusammen sind. Ich bin der Meinung, dass es völlig unwichtig ist, ob es mir gefällt. Oh, das ist eine unzulässige Antwort. Nein, wirklich, die Meinung seiner Kinder ist sehr wichtig für CC und für mich. Ich will nicht der Grund sein für eine weitere, ich weiß nicht, wie soll ich es nennen, Entfremdung in der Familie. Ich weiß nicht, was du damit sagen willst, Santana. Ich will dir damit nur etwas verdeutlichen. Eigentlich will ich nur, dass du weißt, dass ich deinen Vater sehr lieb gewonnen habe. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass das möglich ist, aber er hat sich sehr verändert.
Er ist ein wundervoller Mensch geworden. Gut. Da sind wir uns ja einig. Aber du musst verstehen, dass ich einfach etwas mehr Zeit dafür brauche, okay? Ja? Ja. Wir zwei kriegen das schon hin. In Ordnung? Ja. Ich gehe wieder zu Katharina. Gut, dass wir uns unterhalten haben. Ja, das war wirklich nötig. Wir setzen uns demnächst nochmal zusammen. Ja. Okay. Hallo, Gina. Wie fühlst du dich? Geht's dem Baby gut? Ja, soweit ja. Schön. Craig sagt, du hast vor, nach Las Vegas zu ziehen, ich hoffe. Er irrt sich. Wirklich? Oder würdest dich vielleicht freuen, wenn ich gleich nach Sibirien ziehe? Nein, mir wäre es am liebsten, wenn du hier bliebst. Wieso? Channing und ich sind jedoch bloß im Weg. Ach, Gina. Die Beziehung zwischen mir und Santana beeinflusst nicht meine Gefühle für dich. Und das weißt du genau. Ganz offensichtlich ist Craig hier für eine Weile beschäftigt. Gute Gelegenheit, sich sein Apartment anzusehen. Aber wieso willst du das tun? Du weißt doch genau, wie gefährlich er ist. Augenblick, er wird doch überhaupt nichts davon merken. Ich bin ganz schnell wieder draußen. Katharina, mach dir keine Sorgen, da passiert nichts. Okay, ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Gut. Eine Überraschung, Ted. Danke für deine Hilfe. Hat's geklappt? Cici hat gesagt, er will nicht, dass ich wegziehe. Aber gebettelt, dass ich bleiben soll, hat er auch nicht. Jedenfalls fühle ich mich besser. Und schon wieder schulde ich dir was. Ich schreib's mit auf die Rechnung. Das glaube ich dir nicht. Ich weiß nämlich, dass du ein ziemlicher Softie bist, also halt mich nicht zum Narren. Hey, kommen Sie raus. Wer sind Sie? Oh. Dash? Was machen Sie hier? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Es ist Craig. Also... Ich will dich nicht stören, wenn du so beschäftigt bist. Ist schon gut, das ist ja eine nette Unterbrechung. Aber ehrlich gesagt, ich muss dringend etwas korrigieren. Sicher. Nur eine Frage, die ich dir gerade stellen wollte. Was hältst du von der offensichtlichen Wechselwirkung zwischen Erdbeben und den künstlich erschaffenen Seen und Reservoirs in Kalifornien? Was ist? Also,
Wie kommt ein Mädchen wie du auf so eine außergewöhnliche Frage? Ich habe ein paar Bücher darüber gelesen, seit wir uns das letzte Mal sahen. Weißt du, mein Gott, ich bin eben einfach ein bisschen neugierig. Okay, aber es wundert mich, dass sich jemand dafür interessiert. Aber natürlich. Ich finde, jeder, der in diesem Teil der Vereinigten Staaten lebt, sollte sich dafür interessieren. Ja, das stimmt, da hast du recht, aber trotzdem ist es den meisten Leuten letztendlich total egal. Also glaubst du, das war eine gute Frage? Ich denke, dass es sogar eine sehr gute Frage war. Zufällig habe ich eine eigene Theorie dazu entwickelt. Wirklich? Ich würde deine Theorie dazu gerne hören. Ich kenne dich schon dein ganzes Leben. Schon als Kind hast du mit deinen leuchtenden Augen alle um dich herum regelrecht verzaubert. Ich wünschte, du wüsstest, wie sehr du auch mich verzauberst, was du ausgelöst hast. Weißt du, dass eine meiner ersten Kindheitserinnerungen du bist? Ja, El Patron, der Big Boss, der zu den Ställen schreitet, um auszureiten. Du gabst deine Anordnungen an meine Eltern und die anderen Angestellten. Oder du bist von einer Geschäftsreise gekommen und alle Kinder sind auf dich zugelaufen. Du hast mich immer angelächelt und du hast mich deinen kleinen Augenstern genannt. Es war schön. Aber ich hatte Angst vor dir. Hast du noch Angst vor mir? Oh nein, Sisi. Nein. Jetzt nicht mehr. Ich möchte dir was versprechen. Was auch immer geschehen sollte. Zwischen uns beiden. Du brauchst keine Angst zu haben, dass ich dich je wieder verletzen werde. Du bist für mich so kostbar. Glaubst du mir das? Ja. Ich glaube dir, Sisi. Nicht rum. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Ich glaube, ich gehe daraus, wo ich reingekommen bin. Was? Wollen Sie erwischt werden? Ich werde es schon noch schaffen. Sie sind verrückt, aber ich werde nicht hierbleiben, um Sie umzustimmen. Angela, was machen Sie denn hier? Ich bin aufgewacht und ich war so alleine und ich... Seien Sie mir bitte nicht böse. Ich hatte Angst und ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Kommen Sie. Ich frage mich, wie Sie in Ihrem Zustand hierher fahren konnten. Ich kann mich gar nicht erinnern, in meinem Auto gewesen zu sein. Haben Sie versucht, reinzukommen? Ich habe gegen die Tür geklopft und ich habe geläutet, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also habe ich mich hingesetzt und gewartet. Ich sehe schon, Sie sind böse auf mich. Ich hätte nicht kommen sollen. Ich gehe wieder. Nein, das ist keine gute Idee. Solange Sie hier sind, kann ich wenigstens auf Sie aufpassen. Craig, es tut mir leid. Ich will Ihnen wirklich keine Schwierigkeiten machen. Das will ich doch hoffen, Angela. Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.